So, machen wir das so. Dann stelle ich mich halt ganz nach vorne. Ja, wir haben so, jetzt nur. Wir können ja bis zu der Ampel fahren, da vorne. Oder so, jetzt alle nebeneinander an die Ampel. Ah, die Ampel. Wenn die Ampel grün ist, geht's los. Also wenn man steht und dann die Ampel halt grün ist, warte. Also jetzt. Nee, jetzt noch nie. Ja, das wäre, wir sammeln erstmal die. Wenn sie rot wird. Genau, oder so. Wenn sie rot wird und dann wieder grün, dann geht's los. Warte mal. Hier, Enrico, kommst du? Warte mal, hier fehlt noch einer. Ja, warte, bis Enrico da ist. Sonst ist es blöde, dass er es nicht hat. Enrico! Wir sind hier am Spielen! Ich hab gesagt, ich komm gleich wieder. Ja, dann. Ich muss kurz mein Ladekabel beschaffen. Nee, sollen wir kurz auf den noch warten, ja. Dann wieder zurück. Deswegen habe ich gerade nur Platz gemacht. Wir nehmen auf jeden Fall die Ampel dort. Ich glaube, die scheiß Motorradkarte mit der Karre nicht hoch. Die Supersportler, die alle hier gewählt sind, sind gar nicht mal schlecht, ne? Tja. Ja, es könnte ein interessantes Rennen werden. Es ist nicht alles das gleiche, glaube ich. Es ist, glaube ich, alles verschiedene, ne? Alles verschiedene. Centauro sehe ich. Was ist denn das erste da vorne? Meins ist ein Visione, glaube ich, müsste das sein. Dann, was haben wir hier? Irgendwas Italienisches? Ja, Visione. Grotti Visione ist meine. Ich habe hier den Turismo R. Den habe ich aber auch, den Turismo R. Den habe ich auch irgendwo noch. Ja, der ist ganz cool. Ich finde den ganz cool vom Style her einfach. Ich habe den ja bewusst in diesem schwarz-orange gemacht. McLaren? Ja, auch, genau. Ja, da kann man vielleicht. Dann, wie gesagt, wir haben fünf verschiedene Autos und damit können wir ja einfach mal gucken, welcher quasi mehr oder weniger der schnellste ist. So, dann langsam mal Aufstellung nehmen. Jo. Ist Enrico wieder da? Ich bin wieder da, ja. Ja, dann okay, alle gut. Mal an die Ampel. Ich muss kurz auf die Pizza rausholen für die Kleine hier. Oh, schade, sorry. So, wir warten einfach, bis die Ampel wieder rot wird und dann grün wird und dann geht's los. Nee, wenn sie rot wird. Nee, bei der nächsten Grünphase. Bei der nächsten Grünphase, weil wir sind alle. Kevin, fahr mal, der NPC hinter dir. Scheiß auf den jetzt, hab ich gesagt. Bei grün wird durchgestartet, alter Schwede, und genau vor mir steht eine Scheißkarre. Alle bereit? Ja. Das sind etwas über 10 Kilometer. Vor allem mit dem Verkehr ist das auch noch eine kleine Herausforderung. So, die von David. Wir haben ein illegales Straßenrennen auf der Interstate-Way. Du Sackjunge! Damit hast du mich gerade komplett aus dem Konzept gebracht. Einfach mal kurz auf Need for Speed gemacht. Ja, mal kurz die Karre weggerammt. Achso, ja, Entschuldigung. Alter, da geht was fliegen. Ja, ich hab's gemerkt. Aber warum ist er von. Oh, warum ist er auf meiner Seite geflogen, ja? What the fuck? Der will fliegen Reifen durch die Kiste. Als wenn das kommt, dann schneller Kraft aus, muss man sagen. Bäume, hier gibt es keine Bäume, hier gibt es noch Autos. Sind meine Palmen. Wie ich hab's gesehen, du bist ein paar Mal aufgeschlagen. Ja. Wie bei Need for Speed hier, wo der den Typen dann das für Waren, wo die drei da gefahren sind und der eine dann den anderen umdreht. Schweinerei, wenn die Technik nicht funktioniert. Ganz oben im Norden der Paintspray. Paintspray, genau. Also wirklich an der Spitze der Karte. Die Tankstelle in Paletto Bay. Genau.
Ja, Formel 1 würde man jetzt sagen, das Feld hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Ja, ja. Ja, ich komme wieder so ein bisschen ran, da ist jetzt irgendwie noch ein Auto vor mir. Ich glaube, der Erste, der hat seinen schon voll aufgetunt. Hm. Nein! Kein Kratzer, oh Gott. Oh. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen den Anschluss gerade an ein Auto vor mir gefunden. Wir haben uns entdeckt. Hä, wir haben aber vergessen. Hä? Da bringt mir das Bullentaxi mit. Na, das sind die, die uns verfolgen. Ja, schade. So, ich war, glaube ich, Dritter oder so. Ja. Ich weiß gar nicht. Ja, kann sein. Du bist, glaube ich, glaub, kam vor mir rein. Aber der war kurz, ja. Ich war Dritter, Zweiter. Wer hat das Ding überhaupt gewonnen? Ja, wer wohl? Ich glaube, Sven. Ja, ich bin Vierter geworden, Sascha Fünfter. Ja, ich hatte einen Fehler. Irgendwo habe ich ja da hinten ganz am Anfang irgendwo in den Park das Auto geschoben. Der aber Kevin, okay, hat einen Wagner. Hä? Nee, gar nicht. Was habe ich? Das ist der Turismo R. Das ist der kostenlos war beim... Der Turismo ist das. Criminal Enterprise Pack. Ja, aber den hier, den ich fahre, den gab es im Casino. Sollen wir dann auch den Punkt hier nehmen zum Verstecken? Aber den oder die Baustelle daneben? Ja, sag klar nochmal ganz kurz was zu dem Verstecken. Also, jeder versteckt sich, quasi wir schalten alle erstmal das komplette HUD aus. Auch die ganzen Leisten und alles drum und dran, sodass man wirklich nicht sieht, ob da irgendwo einer steht. Und dann geht derjenige, der sucht dann mit dem Elektroschocker rum und muss die Leute suchen. Und jeder, der mit dem Elektroschocker getroffen wird, der ist quasi alles. Mehr oder weniger ist gefunden. Und der Erste, der dann quasi geschockt wurde, der sucht in der nächsten Runde. Ich habe aber keinen Elektroschocker. Was machen wir da? Ich habe... Wie viel Geld hast du? Stimmt. Aber sonst würde ich immer noch mal zum Ammunition ein bisschen vorbereiten. Nein, das geht nicht. Das ist nicht Markus, wie viel Geld? Wieso? Na, weil du den nur in der Agentur kaufen kannst. Das heißt, jemand müsste mit dir zu seiner Agentur fliegen, da du ja keine hast. Ja. Und du kannst den dann dort kaufen. Was nehmen wir denn als Alternative? Falls wir jetzt... Naja, die Piste halt. War mal so. Aber nur ja. Machen mit Infos. Ja, einfach nur anschießen, weißt du. Aber ohne, wie gesagt, ohne... Ja. Einfach nur leicht Einschuss anschießen. Ich nehme einfach die Leuchtpistole. Oder so. Dann merkst du es ja. Theoretisch. Nee. Wo? Ich hab jetzt einen Leuchtstern. Nee, ich hab eben die nicht, die Spielhalle hier oben. Entschuldigung, warum rennst du mir den Weg? Ja. Ich sagte ich ja eben schon. So, das können wir machen. Dann lade ich euch da gleich. Ich habe zum Beispiel auch den den links ich. Ich habe ein paar Leute aus Versehen gekillt. Klappt das aber mehrmals, die Leute einzuladen in die Agentur, dass sie sich Dinger kaufen können? Gleichzeitig? Du musst ja nur einmal kaufen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Dann bereiten wir jetzt ein bisschen was vor und... Kann das sein, Sascha, dass du auch zu viel Cisco guckst? Oh, willst du... Dann machen wir das in der nächsten Folge, machen wir das Verstecken-Ding. Genau. Oh, Officer, Brown, wir können ja den Punkt hier nehmen oder wie gesagt, die Baustelle, die daneben ist.
Warte, ach du kannst. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal erst mal ganz kurz. Fahrzeug freischalten, Sascha, glaube ich, oder? Oder fährst du mit? Ich muss mal erstmal, das ist jetzt ganz wichtig, ich muss mal erstmal Sascha eine Freundschaftsanfrage schicken. Das ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig. Ja, darum ist was diesen geht. Ja, Italo, ja, als ich. Nee, okay. Der Zion soll schneller sein. Also, es wurde getestet. So serious? Der jetzt neu drin ist. Ach, diese Dreckskopf, ich hab da nur ein scheiß Feuerwerk gezündet. Okay. Entschuldigung, das sollte eigentlich auf den Kopf gehen. Der Beste vom Handling ist der Krieger, aber der Schnellste ist der Italo RSX. Gut, Handling kommt auf den Fahrer drauf an, also ganz ehrlich, ich habe viele Fahrzeuge, wo ich sagen kann, okay, die fahren sich sehr, sehr gut. Aber hier, den der Markus genommen hat, der war im Casino, ne? Der hier? Der ist übelst langsam. Ich glaube, ich habe den gekauft, der war nicht im Casino, glaube ich. Oh, dann hast du. Im Casino war der Club letzte oder vorletzte Woche. Den habe ich nämlich auch. Ein Passat. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Ja, wieso? Da hätten wir doch einfach. Nee, wir hätten doch einfach hier. Teil ins hier. Papa ins Büro. Direkt. Ja, was wollen wir jetzt machen? Die Dings holen, Elektroschocker. Oder so. Okay. Ich bleibe in der Spielhalle und lade euch dann wieder hier hoch. Genau. Oh, Entschuldigung, Sascha. Wiederbelebungskit. Du hast meinen Freund gekillt, du Schwein! Ich habe ihn gar nicht gekillt, der lebt doch noch! Ja. Was, nur ein Schlag? Auf die Nase, ja. Das ist voll brutal, ja. Das habe ich alles von dir gelernt, mein Schatz. Du magst es doch, wenn mein Tat zu dir ist. Ey, was ist denn hier los? Mein Auto reparieren. Maruf, lass mich rein. Nee, ja, man hört. Nicht. Ja, ein bisschen. Ja. Ach, geht mir die auf Eier, scheiß Kopf, Alter. Natürlich. Wo kommt das Bullentaxi her? Wir machen ja ein bisschen Wutz. Schatzi, wo bist du? Ich hab mich vor dir versteckt und jetzt mir auf die Eier. Also, über an die Eier war. Muss ich doch nicht verstecken von mir. Ja, doch. Ach, das ist schon. Ich sehe dich doch trotzdem, mein Liebling. Ja, doch. Wir wissen eigentlich das Auto, was hier steht. Sascha. Blau, gelb. Alles klar. Come on. Alter, der Kevin, das spinnt wohl, den Markus abzuknallen. Tja. Kevin müde, Kevin will schlafen. Ja, merkst du was. Geht schon wieder los da hinten.
Also wirklich effektiv war bis jetzt noch nicht wirklich gemacht, ne? Nein. Ich hoffe mal, es wird jetzt langsam. Aber ich denke mal, das mit dem Versteck wird das ziemlich lustig, glaube ich. Das ist halt jetzt noch ein bisschen die Vorbereitung, ne? Ach ja, Kevin. Ich habe keine Zeit für dich. Abschießen. Nee, jetzt mal nie abschießen. Hä? Was hast du vor? Und zwar, was du dringend lernen musst. Oh, Jungs, ihr geht mit hier schon im Zimmer. Geht so? Nein, nie auf den Kevin. Ist das hier? Hä? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, wie es geht, keine Ahnung. Hier, und zwar, wenn du zielst, ja, drück mal Viereck und nach vorne. Viereck oder vorne? Oder, ach Gott. Oder okay. Viereck und rüber. Ah, okay, okay. Aua! Weiter! Nee, und damit kannst du eigentlich schneller. Der zielt dann automatisch wieder drauf. Mach das jetzt mal bitte nicht machen. Und du bist damit wesentlich beweglicher. Weil da jedes Mal die automatische Zielerfassung nimmt. Okay. Ich hab's auch nur gelernt durch den Mortis. Dann, wenn du rechts oder links machst, drehst du dich in die Richtung. Wenn du das öfters machst, kann dich keiner so schnell anvisieren. Weil du gehst jedes Mal hoch, rüber. Hier, pass auf. Guck mal. Jetzt probier das mal. Und zwar nimm mal eine Waffe. Kevin, nimm mal eine Waffe. Hab schon. Wieder ziehen ganz genau. So. Und du wirst merken, wenn du das machst. Alter. So schnell konnte ich nicht, wenn ich das kommt, alle auch noch auf die Eier gehen. Ja, aber damit kannst du ihn relativ schnell ausnocken. Weil die automatische Zielerfassung bleibt dennoch. Hm. Muss man mal im Auto verschwinden. Ja, und das solltest du in der öffentlichen Lobby üben. Weil ich hab's jetzt auch erst geübt, weil der Markus mir was gezeigt hat. Und das ist sehr effektiv. Ja, Markus? Ja? Wollen wir dann jemanden eine Spielliste machen, oder? Können wir machen. Weil wir eh schon so viele sind. Jetzt sind wir ja 5. Ja, mir ist es wurscht. Das war nur ein Vorschlag, ne? Bevor es ganz unnütz wird. Wieso? Wäre das nicht witzig, um so viele Leute dafür zusammenzupacken und ein bisschen Deathmatches zu machen? Also mehr haben so lustiger. So ein paar Teams. Also ich glaube aber, dass die Leute wahrscheinlich eher was anderes vorhaben, Kev. Das war nur ein Vorschlag. Du wurdest eingeladen. Weil wenn wir schon da irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Leute sind, macht das doch umso mehr Laune. Nee, warte mal, ganz kurz. Ja, nee, aber Sascha. Sascha, brauchst du gar nicht Sidney fahren. Wie gesagt, der Markus nicht. Den habe ich jetzt auch rausgeschmissen aus meiner Freundesliste, weil ich war zwar mal beim Großjahrer getroffen und da kam immer einer an und hat mich dann gejagt. Das war mir dann so doof. Nee, also wenigstens, ich habe glaube ich mal einen anderen mal gefragt wegen Aufnahme, aber Sidney hat gesagt nee und deswegen nee. Ich habe mit dem Thema abgeschlossen von dem Ruf. Du hast doch eine Crew. Nee, aber bevor du jetzt. Ja, das hätte ich jetzt wirklich. Nee, ist wie mein. Dann hat einer von euch ein Auto? Den Kev und mich. Markus, also ist der Mike. Marki. Genau. Marki und Kev Gaming müsste einen haben. Du hast mein Auto geklaut, du Schwein! Nein! Aber Sascha, was machst denn du Sonntag?
so, weiß nicht, so gegen um 11 rum oder so. Ach so, okay. Ne, wir wollen hier Spiellisten. Wir machen jeden Sonntag immer Spielliste zusammen. Ja. Ja, tatsächlich. Eigentlich schon um 10, aber wir haben jetzt immer um 11. Das liegt daran, aber dann noch um 10, ja. Das liegt daran, dass Kev Gaming ist Busfahrer, der kann nicht immer so, der hat nicht so viel freie Zeit leider. Ja, ich bin momentan am Arbeiten. Also mehr am Arbeiten als am Freizeit. Ist normal, daran sollte man sich gewöhnen. Deswegen treffen wir uns heute auch so spät, weil ich bis 19 Uhr noch arbeiten war. Von 9 Uhr an. Und deswegen ist halt Sonntag so um die Uhrzeit meistens die einzigste Zeit, wo alle wirklich Zeit haben zusammen. Wobei, nächste Woche kann ich euch schon mal sagen, ich habe Freitag frei und die ganze Woche habe ich nur bis 14, also bis 15 Uhr Arbeit. Da habe ich um 16 Uhr ich Zeit. Ja, ich aber nicht. Okay. Ja, nee, alles gut. So, so genau. So muss man jetzt hier kaufen? Die bietet wieder an. Ich mache Sicherheit selber aus. Und dein Rico hockt immer noch in seiner Spielhalle. Ist ja. Herrlich. Der wartet da unten, wie fertig sind die Runde? Kannst du eigentlich rauskommen? Warte mal, ich komme mal zu dir. Ich nehme mal hier so ein Auto. Ist kurz so ein Audi frei geworden. Guck mal hier. An. Alter, was? Wie viel soll der kosten? 300.000. Oh, Alter. Fast 400. 350.000, glaube ich, ja. Aber wie gesagt, Markus, mach wirklich mal das, was ich dir gesagt habe. Ja, habe ich ja schon angefangen. Aber ich brauche ja noch mehr Geld, um dann auch den Rest dann aufzubauen. Nico, es klingelt mal bei dir. Genug. Also übelst teuer, die Sachen, ja. Ja, und geht ja auch, ist alles teuer. Ja, das gleiche wie Bogdan. Ach, hast die Pantherstatue? Ich hab die auch. Ich hab die auch. Nee, ich warte im Perico, heißt mindestens zweimal am Tag. Gut, dann haben wir das. Dann können wir uns nochmal oben treffen. Ja, sollte das eigentlich so, das Publikum. Aber Enrico, deine Spielhalle ist wirklich traurig. Ja, ich mach ja hier auch nicht. Oh, diese scheiß Tür, ne? Er macht da andere Spiele. Genau. So, Sascha versteht mich. Sascha versteht mich. Einwandfrei. Das brauche nicht zu sagen. Sascha versteht genau, was ich denke. Also macht ihr heute noch Spieleliste oder wie? Sascha? Nee. So, jetzt war ich wieder hier oben. Na, wir können es ja mal versuchen, mit Sidney eine Spielliste zu machen. Kannst du vorsichtig anfangen, aber. Dann frag doch einfach mal die dabei sind, ob die mit uns Spielliste machen wollen. Wie gesagt, wenn man viele sind, paar Deathmatches halt, das macht doch, glaube ich, extrem Laune. Ja, aber sag, wer mit dabei ist und sag, dass ich dabei bin. Dann würde ich noch mal schnell eine erstellen. Ich hatte zwar eigentlich 4 Stück erstellt, aber die haben sie mir ja zerschossen, die Schweine. Ja, Leute, und jetzt Markus mal bitte nie abschneiden. Das wäre freundlich. Nee, das nicht. Genau, jetzt gehen wir rüber zu Scorpion wegen. Dings. Also soll ich jetzt einen erstellen, ja oder nein? Erstell mal eine und dann kann man immer noch gucken. Dann haben wir was fertig.
Alter, ich könnte immer noch mich so darüber aufregen, dass sie das wieder rausgepatcht haben, Alter. Mann, Mann, Mann. Was denn? Du meinst hier das mit den... Ja, Overtime Rumble, Alter. Das ist einer der besten Modi und die nehmen den wieder raus, Alter. Ich könnte so abkotzen. Und dafür lassen sie so einen Stockpile-Mist hier drin, Alter, den keiner spielt. Was war dieses Overtime Rumble nochmal? Das war das mit dem Fallschirm auf den Zahlen, wo du dann auf der Plattform warst. Ja, ich wollte gerade sagen, der war eigentlich extrem witzig. Einer der besten Spielmodi im ganzen Spiel. Ja, war ich. Ja, wo ich einfach kurz mal abgeräumt habe und deswegen die 0 Punkte wollten. Das waren 8 sichere Punkte gewesen. Was ist denn da Kevin Borgoni dabei denn in Abend? Hä? Wo wir denn noch spielen wollten? Ja, wir haben uns nebenbei noch was. Also, ich habe es nur in der Gruppe mitgelesen. Deswegen. Ja. Schade. Es war kein Gemecker, es war schön. Ja, danke. Liegt wieder nur an mir, weißt du? Naja, weil du immer kleine Pussy bist. Ja, mimimi. Nein, alles gut. Passiert. So. Auf das Auto bin ich ganz stolz. Weil der ist fast der hier. No? Aua! Mir wurde gerade körperlich Gewalt angetan. Kevin, Hilfe! Der will doch noch mit Basie mich hauen! Ja und? Du hast es verdient! Du magst es doch! Du magst, stehst doch ein bisschen auf Schläge am Spiel. Aua! Nur der eine! Sascha, hast du mir noch einen Rückenfels? Du bist drüber gestiegen. Das tut mir im Rücken fällt. Bist drüber gerutscht. Über die Svenja darf jeder mal drüber rutschen. Sascha, warum legst du dich hin? Achso. Von dir. Hey, wo sind die anderen? Schlaf, Sascha, schlaf. Dann komm ich auch ganz klar. Das macht sich besser. Oh, die Bullen kommen. Ich muss weg. Was denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt? Was war das jetzt, Leute? Wer war denn das? Ja, sorry, ich wüsste nicht, dass es dich auftritt. Ich hab extra geguckt, dass ich weit genug bin. Oh, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, Alter. Meine Fresse, ey. Das war nicht einfach mal 5 Minuten mal. Ja, ich hab doch mal extra gesagt. Und jetzt sagt er extra noch, lass den Markus mal in Ruhe. Ja, ist gut. Passiert. So. Aber jetzt mal wirklich, sonst dauert es halt noch 5 Jahre. Ich habe extra gesagt, man keine Raketen oder sonst was machen. Alter, ich bin gerade meinen Stern losgewogen. Zu Recht. Nein, das Ding macht lauter. Das war der Atomisierer, wie das Ding da heißt. Komm mal.
Oh, ist klar. Ich hab nichts gemacht, krieg 2 Sterne, ey. Ihr wollt mich doch verarschen. Dito! Ich hab. Ja. Du bist das Oberopfer. Alter, vom Krankenwagen überfahren wollen. Hä? Willst du ihn? Ich wollte vom Krankenwagen überfahren. Scheiße. Ich nehme gleich mein Auto weg. Gott sei Dank. Das Auto gerettet. Ha. Aber Enrico, das war unnötig. Hi. Weißt du nix? Nee. Ach so. Das war Enrico, alles klar. Der hat's verdient. Achso. Okay. Sven, du musst nicht so direkt in die Luft gehen, wenn ich komme. Ja, bei den Bullen da verstehe ich keinen Spaß. Enrico, bist du noch da? Gut, wenn du nicht mit uns redest, dann lass deinen Helikopter in Ruhe. Aber nicht auf dich schießen. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Vielleicht redet der gerade mit dem anders. Weißt du, ich. Bei Kevin sieht es anders aus. Halt die Fresse! So, Spielliste wäre fertig, wenn ihr noch wollt. Cool, dann dürfen wir dich jetzt erschießen? Nein. Nein, das ist gut. Der Grinch da oben. Ja, mir ist es egal. Ich weiß nicht, wie sieht es jetzt denn überhaupt aus? Was machen wir? Machen wir mal jetzt irgendwie noch das Verstecken dicken oder. Oder machen wir was? Ach komm, wir machen jetzt die Spielliste. Sascha, du machst dir gleich zur Crew, ne? No. Was da? Okay. Sag aber auch schön. Jedenfalls. Ja, dir auch. Jo, ciao. Also dann starte ich jetzt, ja, oder wie? Ja. Jo. Dann. Ich habe noch nicht mal was gemacht, weißt du. Ich werde direkt wieder schon wieder grundlos attackiert hier. Grundlos wird man hier attackiert. Ach, diese Drecksten. Du schon wieder, weißt du? Egal, wo es was ist. Och, Liebling, sei doch nicht so. Ja, weißt du, ich bin nachtragend, das kann, weißt du, ne? So, eingeladen.